neuen Video von mir. Ja, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, sitze ich endlich in meinem neuen Studio, beziehungsweise habe es endlich geschafft, es einzurichten. Aber es ist immer noch nicht 100% fertig. Wie ihr hört, schallt es noch hier ein wenig, weil noch so vieles fehlt. Und deswegen habe ich mir heute Morgen gedacht, komm, ich habe ein bisschen Zeit vor der Arbeit, fahre ich doch einfach mal zu Teddy. Als ich bei Teddy ankam, habe ich auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, oh, ich habe ja nur eine halbe Stunde. Und ich muss sagen, Leute, in dieser einen halben Stunde bin ich vollkommen eskaliert. Wenn ich ehrlich bin, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich alles gekauft habe. Hier stehen die ganzen Sachen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen, damit das hier nicht allzu lange dauern wird. Und, Entschuldigung, ich habe es ein bisschen im Hals. Auf jeden Fall wird es am 11. endlich eine Roomtour hier geben. Und ja, wie schon eben gesagt, ich werde jetzt einfach mal anfangen. Ich greife jetzt einfach irgendwo hin. Ich habe keine Ordnung hier. Ja, fangen wir mit dem ersten Stück an. Ich muss sagen, ich habe wirklich eigentlich gedacht, ich gehe zu Teddy und kaufe einfach so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch für meinen Schreibtisch brauche. Und unser Teddy ist einfach so groß. Wirklich, ich war da vorher noch nie in dem. Ich bin rein und habe so viele Sachen gesehen und so viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Ja, und dann habe ich etwas gekauft, was ich schon die ganze Zeit haben wollte. Und zwar so ein LED-Board. Wie ihr hier im Hintergrund ja sehen könnt, bin ich ja eher immer mit diesen Pins. Aber das wollte ich auch schon die ganze Zeit haben und das ist auch relativ groß und hat nur 5 Euro gekostet. Da sind 85 Buchstaben und Symbole drin. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht, ich habe keine Ahnung, werde ich alles noch machen und das werdet ihr auch auf meiner, also in, werdet ihr in meinem Video, also in meinem Roomtour-Video auf jeden Fall sehen. Dann habe ich mir hier so einen coolen Block gekauft. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von Action, beziehungsweise von meinen Action-Hauls. Hier sind immer solche wunderschön Blätter drin und eigentlich kaufe ich immer so welche, so 13×18 oder so, also Postkartengröße fast, und so groß habe ich noch nie gesehen. Also hier sind wirklich so tolle Blätter drin. Wenn ich ehrlich bin, ich habe noch keine genaue Idee, was ich damit vorhabe, aber ich habe mir gedacht, ich werde sie mir jetzt einfach kaufen und ja, die Idee wird ja dann irgendwann mal entstehen, denke ich mal. Auf jeden Fall sind sie richtig cool und die Farben haben mir so gut gefallen. Dieser Block hat 4 Euro gekostet, ist auf jeden Fall nicht günstig, aber wie gesagt, mit so vielen tollen Bildern werde ich auf jeden Fall noch irgendwas Cooles anstellen. Dann habe ich mir was gekauft, damit das hier endlich mal ja, nicht so schallt und momentan kann einfach jeder hier reingucken. Ich habe hier 2 große Fenster und keine Gardinen hängen, deswegen habe ich mir einfach auf die Schnelle hier solche Organza-Schlaufenschals genau, gekauft. Da ist immer nur ein Stück drin, deswegen habe ich mir insgesamt 4 Stück gekauft. Eins hat 3 Euro gekostet, also 6 Euro pro Paar, ist eigentlich echt günstig. So günstig finde ich manchmal bei Ikea welche. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Qualität ist, das werde ich später mal ausprobieren, beziehungsweise mal aufhängen und gucken, wie es scheint. Muss sagen, vielleicht wäre es nicht so gut gewesen, so krass durchsichtige zu kaufen, weil ich auch Heizkörper darunter habe und ich finde es nicht so schön, wenn man die sehen kann. Aber egal, ich werde es auf jeden Fall dann später sehen. Dann, was zu einem Büro nicht fehlen darf, sind Ordner. Und ich habe mir gedacht, ich möchte keine 0815 schwarz oder weiß. Und da habe ich solche coolen Ordner gesehen. Schaut euch das mal an. Das ist hier Marmoroptik. Mit hier solchen Dreiecken, das sieht so cool aus. Dann gab es nochmal so einen, so rum. Also das ist alles aus derselben Serie. Die großen haben 3 Euro gekostet. Also, ups. Und dann habe ich nochmal einen etwas kleiner. Schaut so aus. Schimmert, also das ist Roségold, falls ihr das nicht richtig erkennen könnt. Das kleinere hat 1,75 Euro gekostet. Also ich finde, das ist sehr günstig. Und ja, das macht sich auf jeden Fall sehr schön im Regal, finde ich. Also besser, wie wenn man diese 0815 ja, Ordner hat. Dann habe ich mir noch etwas gekauft und das brauche ich auf jeden Fall für ein Projekt. Und zwar solche Geschenkpapierrollen. Ich muss sagen, ich finde das so lustig, weil ich ja, mir schon ein paar Ideen aufgeschrieben habe. Mir gedacht, ich bräuchte so Papierrollen. Eigentlich habe ich gedacht, eher als Hintergrund. Es gibt ja so Papierrollen für Fotostudio sozusagen. Habe auch mal online geguckt und die waren so teuer. Und habe ich mir gedacht, wer weiß, wie lange ich die, also beziehungsweise wie oft werde ich die überhaupt gebrauchen. Und dann
bin ich in Teddy rein und habe genau die zwei Farben gesehen, die ich gebraucht habe. Also es ist einmal in rosa und einmal in so einem türkisblau. Hat 55 Cent gekostet, ist 2 Meter lang und 70 Zentimeter breit. Das reicht mir genau aus und ja, einfach ein Schnapper. Ich glaube, was hat denn so eine Papierrolle sonst gekostet? Ich glaube 80 Euro oder so. Deswegen, ich denke, Gott sei Dank. Ja, dann habe ich mir hier ein Memo-Board gekauft. Und zwar ist das einmal mit so einem Kork-Pin, dann einmal mit Magneten und hier sind nochmal zwei Bilderrahmen. Da ist auch ein Stift und 4 Magnete mit dabei und hier auch noch 4 Pinnnadeln. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, ob ich das brauche. Aber ich fand das einfach so cool. Das hat 10 Euro gekostet. Klar, es ist jetzt nicht günstig oder so, aber ich werde schon eine Verwendung dafür finden. Dann kommen wir zu meiner Tüte. Was haben wir denn hier Schönes? Aufpassen, dass mir hier nicht alles um die Ohren fliegt. Dann habe ich mir hier so 4 Bilderrahmen gekauft. Ich habe einfach den Karton mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, den kann ich auch sehr gut benutzen. Da kann man auch gut was reinstellen. Man kann das ja irgendwie bekleben oder anmalen. Ja, und dann habe ich mir, wie gesagt, diese 4 Bilderrahmen gekauft. Die sind 13x18, genauso wie meine Postkarten, die ich ja mir auch letztens in meinem Action Hall, die ich euch gezeigt habe. Und hier hinten habe ich halt alle meine Bilderrahmen schon verbraucht. Und deswegen habe ich gedacht, komm, kaufe ich mir nochmal 4 neue. Eins hat 1,50 Euro gekostet, also 6 Euro für die 4. Ist auf jeden Fall ein Schnapper. So, was haben wir denn hier noch? Ja, wenn wir schon beim Abkleben sind, habe ich mir hier so Glitzertape gekauft. Und zwar ist es einmal hellrosa, dann ja, so normales Rosa und Rot. Es glitzert auf jeden Fall sehr schön, hat 1,50 Euro gekostet und ich bin echt ein Riesenfan von diesen Tapes. Ich habe so viele, habe ich jetzt festgestellt, und die muss ich alle auf jeden Fall noch gut irgendwie unterbringen. Aber wie eben schon gesagt, ich habe noch so viel vor und werde es auf jeden Fall noch alles machen, bevor ich euch die Roomtour abdrehe. Dann habe ich mir solche coolen Sticker gekauft. Und zwar Ananas. Das sind so 3D-Sticker. Und es hat 1,50 Euro gekostet. Keine Ahnung, ob ich dafür eine Verwendung finden werde, aber ich fand sie so cool. Ich weiß nicht, ich finde, Ananas ist immer im Trend. Nicht nur letztes Jahr, auch dieses Jahr wird Ananas wieder im Trend sein. Zumindest bei mir im Studio. Ja, ich sehe gerade, ich bin schon, ich quatsche hier sehr viel und ich habe hier noch so viele Sachen. Dann kommen wir hier zu einem Geschenkband. Das ist 3 Meter lang, es ist rosa. Und das werde ich auf jeden Fall auch zum Basteln benutzen. Ich habe so viele Bastelsachen hier. Ich glaube, ich kann echt ein Bastelstudio auch noch hier einrichten. Auf jeden Fall fand ich das sehr schön. Das ist eine sehr schöne rosa Farbe. Und wie ihr auch schon so ein bisschen sehen könnt, bin ich momentan echt auf diesem rosa Trip. Denn ich habe mir schon die ganze Zeit gewünscht, ein eigenes Zimmer zu haben, so ein Mädchenzimmer. Und hier konnte ich mich jetzt wirklich verwirklichen. Und das finde ich so toll, dass mein Mann mich da auch so unterstützt und einfach, ja, sagen wir mal, dulde, dass ich diesen riesen Raum hier für mich beansprucht habe. Ja, ich sehe hier gerade, ich habe noch so viel, ihr Lieben. Ich werde dieses Video auf 2 aufteilen. Also seid mir nicht böse. Am nächsten, warte, was haben wir denn jetzt? Auf jeden Fall, das nächste Video wird dann der zweite Teil sein von meinem Teddy Haul. Was rede ich? Ich habe so eine Sprachstörung heute. Auf jeden Fall werde ich euch dann in dem zweiten Teil den Rest meiner Ausbeute zeigen. Und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ihr könnt gerne diesem Video einen Daumen nach oben geben. Und schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare, geht ihr oft zu Teddy oder geht ihr gerne bei Teddy einkaufen? Ich muss sagen, ich glaube, ab heute ist es mein absolut Lieblingsladen. Ich glaube, ich werde da jetzt öfters hingehen, wie zu Action. Das ist einfach so cool. Die haben echt alles. Und hätte ich heute noch mehr Hände gehabt, ich hätte einfach viel mehr gekauft. Da gab es einfach so coole Sachen. Einfach so cool. Okay, ich quatsche nicht mehr viel rum. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!